Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Review-Video. Es geht hier um Replay und ein paar Worte vorher. Es ist leider nicht das Beste, meine Kamera ist nicht so gut, mein Mikrofon ist nicht das Beste und überhaupt alles an mir ist nicht, an meiner Technik ist ein bisschen dumm. Deswegen gibt es auch keinen Ton, es gibt nur meine Stimme. Ich hoffe, das reicht. Und ja, dann wollen wir mal anfangen, was dieses Spiel hier zu bieten hat und gehen direkt ins Hauptmenü. Wie man sieht, 9 Spiele zur Auswahl, ist eigentlich ganz ordentlich. Hier hat man mal sein eigenes Mii, das man vorher ausgewählt hat, ist in der Mitte. Kann auch ein bisschen mit rumspielen, draufdrücken. Ja, Daumen hoch, sehr gut. Im Hintergrund sieht man noch mehr Mies, die entstammen aus meinem Mii-Speicher. Das ist ganz nett gemacht, dass die da hinten rumtouren. Ja, und jetzt wollen wir uns mal, würde sagen, den Spielen zuwenden. Im ersten Spiel nämlich das Schützenfest. Das ist so eine Art Duckern-Klon. Wer es kennt vom NES, war ganz lustig. Hat man so eine schöne Lightgun gehabt. Das Lightgun kann man es nicht nennen. Hier geht es hauptsächlich darum, Ballons abzuschießen, Scheiben abzuschießen, Zielscheiben abzuschießen, alles, was da vorgeworfen wird. Zu zweit geht es dann auf Punktejagd, muss gleichzeitig das Zeug abschießen, für Abschießen der Ziele ohne Unterbrechung, also ohne daneben ballern, gibt es Bonuspunkte. Ja, ist kurzzeitig ganz witzig. Übt so ein bisschen das Zielen, aber das kriegt man auch mit anderen Spielen besser hin. Gibt für bestimmte Ziele Bonuspunkte und so weiter und so fort. Das eigene Gesicht sollte man nach Möglichkeit nicht abschießen. Ist ganz witzig, aber gehen wir zum nächsten Spiel. Machen wir mal hier Schluss. Das nächste Spiel wäre das Mii-Gewimmel. Das finde ich persönlich ganz witzig. Es geht im Prinzip darum, dass überall die Mies sind und man muss unter bestimmten Bedingungen Mies raussuchen. Zum Beispiel Zwillinge, Drillinge, den schnellsten und so weiter und so fort. Es ist ganz witzig gemacht, vor allem weil die Mies aus dem Mii-Speicher geladen werden und man seine eigene Truppe dann dort sieht. Das motiviert nochmal, um haufenweise eigene Mies zu basteln. Deswegen sind ja auch teilweise etwas schräge Gestalten, denn die von Nintendo vorgegebenen Mies sind durchaus etwas normaler als der Trupp, der hier rumlatscht. Im Zweispielermodus geht es dabei auch um Punktejagd, man hat ein vorgegebenes Zeitlimit. Im Einzelspielermodus kriegt man pro erledigte Aufgabe Zeit dazu. Wobei das Multiplayer durchaus spannender ist als im Einzelspieler, weil die Einzelspieler-Sessions wirklich lange dauern kann. Ich spreche aus Erfahrung, denn ich habe es lange gespielt. Im Multiplayer geht das dementsprechend auch etwas schneller, weil sehr weniger Zeit verfügbar. So, das geht hier jetzt ordentlich schief, deswegen wechseln wir gleich mal rüber zum nächsten Spiel. Und zwar das gute alte Tischtennis. Das ist übrigens witzig, weil es in der Werbung falsch präsentiert wurde. Da wurde die Remote ein bisschen nach unten gehalten. Das geht gar nicht, da die Fernbedienung auf den Fernseher zeigen muss dafür. Das ist trotzdem ganz witzig. Übrigens habe ich in diesem Video eine kleine Premiere geschafft. Ich habe vorher so um die 60 Punkte Highscores geschafft. Als ich an diesem Video gearbeitet habe, kam es allerdings dann doch auf die 100. Auch ganz witzig, hier wird wieder auf den Mii-Speicher zugegriffen. Alle 10 Schläge kommt ein neues Mii dazu und schaut zu und jubelt mit, wenn man endlich wieder neue 10 Schläge geschafft hat. Überspringen wir ein bisschen, jetzt sind wir hier schon bei 80 Schlägen, die 100 schaffe ich auch noch. Im Multiplayer geht es hauptsächlich darum, dass man 11 Treffer landet, dass man 11 Mal gewinnt und dann hat man eine komplette Partie gewonnen. Im Einzelspieler kann man übrigens auch Medaillen sammeln, das gilt für alle 9 Spiele. Die gibt es dann je nach Leistung, für 100 Bälle gibt es jetzt komischerweise, weil es eigentlich das Höchste ist, was man jetzt auf dieser Stufe kriegen kann, nur einen Goldrang. Es gibt darüber noch Platin. Denke mal, da gibt es noch was Höheres. Das nächste Spiel wäre dann das Mii-Posen-Spiel. Auch hier wird wieder das Zeigen geübt, dadurch in Kombination mit Tasten, durch A und B wechselt man die Posen, muss dann sein Mii so ausrichten, dass er in die Blase passt und sogar die Wii Remote drehen, damit das Ganze passt. Hier sieht man, kann man Mii so ein bisschen rumwirbeln. Dabei ist es ein bisschen übersensibel, also es ist jetzt nicht so,
wenn man die Wii Remote um 90 Grad gekippt hat, ist das Mii auch gleich um 90 Grad gekippt, sondern hat währenddessen ein paar Drehungen hinter sich. Eventuell wird ihm dadurch auch schlecht. Ist ganz witzig, im Einzelspielermodus leicht langweilig, im Zweispielermodus etwas besser, da spannender, da eben der Partner welche wegsammeln kann. Aber, oh, nette Dreingabe. Zum nächsten Spiel. Laserhockey. Einige haben bestimmt schon mal Airhockey gespielt. Das ist im Prinzip dasselbe. Das Dämliche ist, dass sich das Ganze ein bisschen zappelig steuert. Also es ist nett zum Gewöhnen der Steuerung überhaupt. Also durch das Zeigen, Steuern auf einem bestimmten Punkt zeigen. Das ist sicherlich was ganz Nettes. Im Einzelspielermodus gilt es dann, innerhalb eines Zeitlimits so und so viele, so viele Tore wie möglich zu schießen. Im Zweispielermodus gilt es dann darum, 8 Tore zu erzielen, das reicht völlig aus. Und ist ganz nett. Kurzzeit, also Langzeitspaß habe ich da jetzt nicht drin gefunden. Der Computer stellt sich hier stellenweise auch besser an als ich, obwohl er mehr Tore kassiert. Und bei diesem schönen Abschlusstor gleich wollen wir uns dann auch belassen. Also 4 reichen für diese Session. Das nächste Spiel, wir kommen zum Highlight, dem heimlichen fast schon, Billard. Es ist so eine Art Nineball-Variante mit dem Unterschied, dass das Spiel nicht endet, wenn die 9 im Kasten ist. In der Tasche, Entschuldigung, Billard-Fans werden mir jetzt wahrscheinlich hier rüber abhacken wollen. Entschuldigt auch meine Spielweise hier, ich kann das normalerweise besser, bei den Aufnahmen hat es komischerweise nicht geklappt. Weiß Gott warum. Ja, Billard in Reinkultur. Halt, wie gesagt, nur diese Nineball-Variante. Es geht darum, Punkte zu sammeln. Im Einzelspielmodus mit möglichst wenig Stößen alle Kugeln zu versenken. Im Zweispielermodus geht es dann darum, wer die meisten Punkte durch die Kugeln sammelt. Für Fouls gibt es dementsprechend auch Minuspunkte, 3 in der Zahl. Und im Zweispielermodus blüht dieses Spiel auch so richtig auf. Ah, jetzt habe ich doch eine versenkt. Ja, man kann ja zumindest eine mal versenken. Aber das Trauerspiel wollen wir jetzt nicht weiter fortsetzen. Machen wir mal lieber weiter mit dem nächsten Spiel. Und zwar Angeln. Mein Vater würde jetzt wahrscheinlich das Herz aufgehen, weil bei Zelda hat er sich besonders aufs Angeln gefreut. Hier würde ihm wahrscheinlich nicht das Herz aufgehen, denn das hier ist ehrlich gesagt etwas öde geraten. Es geht darum, die Angel ins Wasser zu halten und Fische zu angeln. Wer hätte das gedacht? Der Haken an der ganzen Sache ist, es gibt braune Fische, die beißen sofort zu, die dürfen aber nicht raus. Dazu lässt man die Wii Remote einfach in Ruhe, aber ich kann jetzt mal einen testweise rausziehen. Ja, komm mal her, jo, der nicht, aber du. Das gibt Minuspunkte. Und an dem oberen Bildschirmrand wird stets ein Bonusfisch eingegeben, der gibt doppelte Punktzahl der normalen Punktzahl. Im Zweispielermodus geht es dabei direkt um Punktejagd, allerdings ist es nicht ganz so spannend, weil man ja dauernd durch dieses Herausziehen unterbrochen wird und das stört halt den zweiten Spieler. Naja, weiter zum nächsten Spiel. Das ist Wilde Kuh. Das ist allgemein schon mal eine kleine Besonderheit, weil es die Wii Remote waagerecht hält. Man kippt sie nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts, um zu beschleunigen, zu bremsen und zu lenken und nicht zuletzt durch Hochreißen wird gesprungen. Ist ganz witzig gemacht. Im Einzelspielermodus ist die Strecke endlich. Das heißt, es gibt ein Ziel. Im Multiplayer-Modus gibt es dann kein Ziel. Dafür müsst ihr innerhalb des Zeitlimits mehr Vogelscheuchen umrennen als euer Konkurrent. Auch zeitweise ganz witzig. Allerdings gibt es Rennspiele, die besser sind. Weiter zum nächsten Spiel. Das ist auch gleichzeitig der letzte. Das ist die Panzerkiste. Hier habt ihr so einen kleinen Mini-Panzer und versucht, eure Gegner wegzuschießen. Dabei wird es entweder mit dem Steuerkreuz oder mit dem Nunchuck gesteuert. Der Panzer geschossen wird mit A-Knopf und gezielt wird dabei mit der Wii Remote. Das erfordert ein bisschen mehr Koordination. So, während das jetzt hier noch ein bisschen weiterläuft, will ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, die Review hat euch gefallen. Mein abschließendes Urteil wäre, Wii Play ist ganz nett, aber ob das die 10 Euro wert ist, darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich fand es jetzt nicht so toll. Durchaus verbesserungsfähig. Aber für 10 Euro, mein Gott. Ich hoffe, die Review hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch demnächst mal wieder höre, mehr oder weniger. Und schreibt mir, wie euch es gefallen hat. Denn ich will gerne Feedback hören. Also dann, macht's gut. Bis denne.